So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch und ihr seht schon, was, dieses Pokémon, das ist doch noch gar nicht offiziell released. Ja, Marshadow ist noch nicht offiziell released, eigentlich gibt es dieses Pokémon offiziell noch gar nicht, aber wir haben es trotzdem schon aufgrund dieser ganzen Data-Miner-Sache mit in den Guides drin und ich will einen Marshadow-Guide, ich will die komplette 7. Generation abgearbeitet haben und Marshadow ist der letzte Guide, den ich machen muss und ich habe ja wirklich eines der coolsten Pokémon bis zum Schluss aufgehoben. Denn Marshadow ist vom Design her ziemlich geil. Es hat den einzigartigen Typen Geistkampf, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich freue mich, wenn dieses Pokémon released wird. Es wird wahrscheinlich eh im Überlanden, aber ich finde es vom Design her so cool. Es ist knuffig, es ist niedlich, es ist einfach bloß richtig, richtig geil. Und wir gucken uns erstmal die Stats an. Wir haben 90 KP Base, sausolide, 125 Angriff, sau stark. Wirklich, das Ding damaget euch weg wie nix. 125 Init mit dazu, also wir sind sau schnell, sau stark. 80 Verteidigungsbase ist jetzt nicht so das Beste, aber wir können natürlich mit dem Trick das Ganze ein bisschen erhöhen, aber dazu kommen wir gleich. 90 Spezialangriff brauchen wir im besten Fall eh nicht, wir nehmen 125 Angriff logischerweise und 90 Spezialverteidigung ist auch gar nicht mal so schlecht. Resistenzen sehen wie folgt aus: Wir haben eine Immunität gegen Kampf- und Normalattacken, davon bekommen wir keinen Schaden. Wir erhalten 25% Schaden von Käfermoves und 50% Schaden von Gesteins- und Giftattacken. Ist also gar nicht mal so schlecht von den Resistenzen. Wir haben aber allerdings auch Schwächen aufgrund des Typs, nämlich eine Feenschwäche, eine Flugschwäche, eine Psychoschwäche und eine Geistschwäche. Ist aber nichts, was man nicht irgendwie mit Moves abwehren könnte, also von daher so schlimm ist es nicht. Und die Coverage ist auf alle Fälle bei den Pokémon da. Und wir gucken uns, wenn wir von Coverage reden, schon mal die Movesets an. Und zwar habe ich da ein Leben-Obset mit der Fähigkeit Techniker, die das Pokémon natürlich hat. Ich dachte, es kann keine andere Fähigkeit haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Max Init, Max Angriff, frohes Wesen. Und dann spielen wir das Ganze mit Diebesschatten. Nahkampf oder Adlertyp, hier kommt es drauf an. Nahkampf ist natürlich stärker. Senkt natürlich eure Verteidigung und Spezialverteidigung, was ziemlich dumm ist an und für sich. Oder spielt ihr lieber Ableitchip, weil der nicht ganz so stark ist, bekommt ihr trotzdem den Step Boost und den Leben auch Boost und könnt euch wieder voll heilen. Also ich wäre hier vielleicht sogar schon gewillt zu sagen, spielt lieber Ableitchip statt Nahkampf, denn mit 125 Angriff macht ihr trotzdem noch ordentlich Schaden. Schattenstoß als zweiten Geist-Step und als Prio ist gar nicht mal so dumm, um Pokémon zu finishen und ihr seid ja sowieso relativ stark und habt den Techniker, das heißt Schattenstoß wird nochmal stärker. Und als letzten Move habt ihr die Option auf Ice Heap oder auf Gift Heap. Ist so eine Sache, der Coverage, Gift Heap natürlich gegen Feen-Pokémon, Ice Heap gegen Flug-Pokémon. Da müsst ihr euch überlegen, was wollt ihr lieber spielen. Und das ist schon ein ziemlich cooles Set, macht auf alle Fälle Spaß zu spielen, denke ich mal. Ich habe leider noch keinen Marshadow, ich habe mir das auch nicht gecheatet oder so. Also ich konnte es jetzt noch nicht selbst testen. Und ich denke mal, das Set ist schon für ein offensives Team ziemlich gut. Das Ganze gibt es natürlich auch noch als etwas tricky Variante, sagen wir es mal so. Mit den Überresten, Techniker als Fähigkeit, Max HP, 4 in den Angriff und Max Spezialverteidigung, frohes oder hartes Wesen, wobei ich euch da hier sogar zu einem harten Wesen raten würde. Und das Ganze spielen wir mit Protzer, logischerweise, wir boosten halt unsere Angriffe und unsere Verteidigung. Ableit-Heap für die Coverage, also für die Coverage als Step-Move und als Recovery-Move. Schattenstoß als Prio und wieder Ice-Heap oder Gift-Heap für die Coverage gegen Feen oder gegen Flug-Pokémon. Alles andere kriegen wir mit dem Schattenstoß relativ easy down, also Psycho- und Geist-Pokémon sollten da nicht so mega lange leben, außer sie sind defensiv. Und ja, das sind so meine Sets, die ich gerne mit Marshadow austesten will, wenn es denn verfügbar ist, denn halte ich für ziemlich gut. Marshadow gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ich finde das Ding total knuffig und niedlich. Und ich bin sehr gespannt, wenn dann Marshadow draußen ist oder allgemein, was ihr jetzt schon für Marshadow-Sets spielen wollt oder würdet. Und ich muss mich bedanken. Das war der letzte Guide aus Alola mit den ganzen Alola-Pokémon. Wir haben über 60 oder dachte 70 Videos gemacht jetzt zu den ganzen Pokémon. Und es war ein hartes Stück Arbeit, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr viel es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch das Ganze zu machen. Sehr, sehr gerne habe ich eure Kommentare gelesen. Ich werde auch noch zu jedem Pokémon die Sets in die Kommentare schreiben und anheften. Also wenn ihr da irgendwas habt, schreibt es einfach noch rein. Und ich mache dann einen großen Post zum Anfang und hefte die ganzen Kommentare, die ganzen Sets von euch mit an. Und
Ja, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn euch die ganzen Guides gefallen, dann lasst bitte auf euren Lieblings-Pokémon ein Like da. Kommentiert fleißig bei den Sets. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was ihr noch so für Sets habt. Und ja, das war's von mir aus Alola mit den Alola-Pokémon und den Moveset-Guides. Wir sehen uns im nächsten Moveset-Guide wieder, der dann irgendwann demnächst starten wird. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.